Hey Leute, willkommen wieder bei Clankmarker. Diesmal wollte ich euch zeigen, wie man bei Ratchet & Clank 3 einen leichten Stilpunkt kriegt, beziehungsweise eine leichte Trophäe. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob eine Trophäe dann auch kommt, aber es ist in der Welt von Quarks versteckt. Rechts beim zweiten, beim zweiten Abschnitt, wo man die ganzen Quark-Roboter besiegen muss. Rechts nachher hingehen und nachher gegen die Wand hin und her hüpfen und oben ist nachher so ein Schneemann und den muss man dann zerstören und das sieht dann so aus. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt eine Trophäe kommt. Doch, es kommt eine. Also, wie gesagt, so kriegt man die Trophäe. Ja, das wollte ich euch einfach nur zeigen. Ich meine, das gibt es sicher auf YouTube mehr als genug, aber ich wollte auch einfach mal meinen Teil dazu beitragen. Ja, ich bedanke mich trotzdem. Kommentiert und bewertet. Bis zum nächsten Mal, euer Clankmarker.